Guten Morgen, ein kurzes Video. Ich habe gestern von einer lieben Freundin und Tierschützerin eine WhatsApp-Nachricht weitergeleitet bekommen. Nachricht wird gewarnt, angeblich von Fressnapf. Liebe Tierbesitzer, solltet ihr in den nächsten Tagen kleine Päckchen mit Futterproben von Fressnapf oder anderen in eurem Briefkasten finden, gebt diese auf keinen Fall arglos euren Tieren. Sollte man nie machen. Tierhasser haben sich wieder mal eine neue Methode ausgedacht. Ja, es gibt einiges, die Spinne machen, um euch vergiftete Köder unterzujubeln. Indem sie diese in einer der Originalverpackungen sehr ähnlichen Form verpacken und in den Briefkasten werfen. Das wäre natürlich pervers, okay. Bitte warnte auch andere Tierhalter, vorsichtig zu sein. Immer vorsichtig sein. Hunde sollten nie etwas zu essen bekommen, was man nicht selbst kontrolliert hat. Jetzt habe ich mal ein bisschen im Internet nachgeschaut. Also, das war schon im Jahr 2021, eine Pressemitteilung von Fressnapf selber. Online-Meldung zu vermeintlichen Fressnapf-Futterproben. Diese stammt aus dem Jahr 2016 und ist nicht aktuell. Also Fressnapf, oh, die sitzt in Krefeld. Die Meldung ist von 21. Derzeit erreichen uns über verschiedene Kanäle Nachfragen von besorgten Kunden zu mutmaßlich im Namen von Fressnapf verteilten Futterproben. Wir danken unseren aufmerksamen Kundinnen für die Weiterleitung, nehmen diese sehr ernst und stellen fest, die Meldung hat ihren Ursprung im Frühjahr 2016 und ist zuletzt auch 2018 und jetzt wieder Ende 2024 und in weiteren unregelmäßigen Abständen erneut im Internet aufgetaucht. Der aktuelle Ursprung ist uns unbekannt. Tatsache ist, dass es weder damals noch heute ungefragt von Fressnapf versendete Futterproben gab oder gibt. Auch derzeit liegen uns keinerlei Informationen oder Behördenansprachen vor, die auf eine Gefährdung von Mensch oder Tier schließen lassen. Ja, scheint Panikmache zu sein. Ihren Ursprung hat die derzeitige Meldung im Frühjahr 2016. Damals waren im Raum Hamburg verdächtige Pakete im Umlauf, die Fressnapf weder beauftragt noch versendet hat. Wir haben seinerzeit Anzeige gegen Unbekannt erstattet und mit der dortigen Behörde eng zusammengearbeitet. Ein bestätigter Fall ist bis heute nie festgestellt worden. So, jetzt sehe ich unter so einem Forum aktuell, hier ist auch schon was älter, glaube ich, oder? 23.9, genau vom Jahr. Fake News, keine vergifteten Futterproben von Fressnapf. Ich schreibe das Gleiche jetzt nochmal. Ich mache die ganzen Links auch mal unten rein in die Beschreibung. Fakten. Paket im falschen Namen verschickt, jedoch kein Nachweis von Gift. Okay, ich schreibe das Gleiche. Ja, Mimi Karma als Quelle, naja, Korrektiv als Quelle, naja, okay, alles klar. Es gibt immer wieder auch bei uns hier in der Gegend Fälle, da werden Giftköder ausgelegt. Da kommen auch Warnungen von den Behörden und so weiter. Was ich noch nicht ausprobiert habe, wo ich jetzt drauf gestoßen bin, ist eine Waren-App. Dogorama.app. Ich mache einen Link dazu unten mal rein. Ich habe jetzt die Bilder hier rausgemacht. Die gibt es auch als App oder hier als Desktop-Version. Schauen wir einfach mal in Köln. Gibt es da Meldungen? Jep, aktuelle Giftköderwarnung aus Köln. So. Zum Beispiel Giftköder in Köln-Mülheim, Giftköder in Köln, weißes Pulver, Randkanal. Die sind allein für November. Gefährliche Hunde im Gebüsch, okay, das ist was anderes. Mögliche Giftköder, klasse App, muss man mal runterladen. Giftköder Kerpen Süd, Rattengift, Ratten, Mäuseköder, okay, scheint eine gute App zu sein. Vielleicht sollte man sich die mal ausprobieren. Bei uns hier in der Gegend gibt es leider auch Bekloppte, die tun irgendwie Rattengift in Fleischwurst oder Rasierklingen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was diese Leute antreibt, wie man so wirklich pervers sein kann. Vielleicht so eine App ganz gut. Also die Warnung über WhatsApp, die sollte man löschen und nicht weiterversenden. Ich denke, das ist fake. Andererseits ist das natürlich mal eine gute Sache, um den ganzen Hunde- und Katzenbesitzer oder auch Pferdebesitzer, Ponybesitzer nochmal kurz die Gefahr in den Kopf zu bringen, ins Gedächtnis zu
aktualisieren. Es gibt die Gefahr auf jeden Fall, gerade bei Hunden, die frei rumlaufen. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Hunde, wenn irgendein Fleischhaus rumliegt, eine, keine Ahnung, eine Wurst mit irgendwas, die fressen das. Also meine auf jeden Fall. Also die Warn-App scheint gut zu sein. Ich verlinke das unten mal. Ich kenne das gar nicht. Okay, so ein Hundetraining. Sag mal Business, Unternehmensbitte. Unternehmen, Hundeschulen, okay. Die Hunde-App, die fast alles kann. Okay, muss ich mir runterladen. Vielleicht mache ich auch mal kurz ein Video drüber. Also wie gesagt, die WhatsApp-Warnung löschen, genau, weiterversenden, ja, einerseits ja, einerseits nein, okay, es muss jeder selber für sich wissen, aber aktuell ist nirgendwo ein solcher Fall bekannt und ja, leider fake, oder ist ja gut, dass es Fake News ist. Bis dann, ciao.